Mein Name ist Heinz Lehmann. Ich komme aus Sachsen in Deutschland und vertrete hier im Ausschuss der Regionen die Interessen meiner Region jetzt im 8. Jahr. Die Stellungnahme, die ich gegenwärtig bearbeiten darf, befasst sich mit der Zukunft der europäischen Industriepolitik. Das ist deswegen wichtig, weil sich die Weltökonomie rasant entwickelt, vor allem durch die Digitalisierung, durch den globalen Wettbewerb, aber auch durch eine ganz schnelle technische Entwicklung, wir herausgefordert sind und nur gewinnen können oder mithalten können, wenn wir uns verändern. Jeder Bürger der Europäischen Union lebt in einer Region, in einem Dorf oder in einer Stadt und lebt dort gerne, solange er sein Auskommen dort hat. Einen Job, einen guten Job, eine gute Schule und eine Lebensqualität, die ihn glücklich macht. Um das zu erhalten, braucht man auch auf dem Land, nicht nur in den Städten, gute, nachhaltige Arbeitsplätze, die die Menschen in den Regionen halten und sie nicht in größere Städte gehen lassen. Meine Region Sachsen ist ein altes Industrieland. Wir haben schon vor 200 Jahren Dampfmaschinen gebaut. Aber nach der deutschen friedlichen Wiedervereinigung war unsere Wirtschaft zusammengebrochen. Wir hatten neu zu beginnen. Und wir haben das getan, indem wir uns auf unsere alten Stärken besonnen haben, nämlich den Maschinenbau, den Fahrzeugbau und die Mikroelektronik. Und in den 25 Jahren seitdem haben wir guten Fortschritt gemacht, müssen aber jetzt vor dem Hintergrund der weltweiten Herausforderungen uns neu orientieren. Und dafür ist die Initiative der Europäischen Union, die Industrie fit für die nächsten Herausforderungen zu machen, genau die richtige. Und deswegen arbeite ich gerne an der Stellungnahme, die wir heute diskutieren.